Das ist das größte Stadtschloss in Deutschland. Hier residierten Kurfürsten, Herzoge und sogar Könige. Das ehemalige Münchner Stadtschloss, heute die Münchner Residenz. Hier sind heute kluge Köpfe. Hier in diesem historischen Raum wird gleich der Adelbert von Chamisso-Preis verliehen. Einer der bedeutendsten Literaturpreise in Deutschland. Verliehen heute zum 30. Mal von der Robert-Bosch-Stiftung. Herr Dr. Hahn, Sie sind Leiter des Bereiches Bildung, Gesellschaft und Kultur in der Robert-Bosch-Stiftung. Damit auch verantwortlich für den Chamisso-Preis. Was können Sie mir erzählen zum Chamisso-Preis? Vor 30 Jahren gab es sehr viele Literaten in Deutschland, die mit dem Label Gastarbeiterliteratur sozusagen ausgezeichnet worden sind. Das Despektierliche, was da drin steckt, hat sich dann sehr rasch, auch durch den Chamisso-Preis, in etwa eine ganz wunderbare Betrachtung verwandelt. Denn man hat schnell festgestellt, dass es sich nicht um Gastarbeiterliteratur handelt, von irgendwelchen Leuten, die von irgendwoher zu uns kommen, sondern um einen wirklich authentischen Beitrag zur deutschen Gegenwartsliteratur. Ich glaube, der Preis, auch wenn er 30 Jahre schon auf dem Buckel hat, hat eine ungeheure Frische, weil immer wieder ganz hervorragende junge Talente über den Preis entdeckt werden, gerade durch für die beiden Förderpreise, die wir jedes Jahr vergeben können. Also Sie haben ja jetzt auch so eine gewisse Macht. Sie haben jetzt das Hauptpreisträger des heutigen Abends und hat eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit. Sprich, spätestens ab morgen wird nochmal eine stärkere Resonanz auf Sie zukommen. Haben Sie da auch so eine Zweideutigkeit in sich? Also gibt es da eine Emotion, wo Sie sagen, stört mich auch ein bisschen? Also wie gesagt, das kann man ernst nehmen, man kann es aber nicht rein positiv bewerten. Aber ich würde auch mit Reinhard Götz betonen, dass Schriftsteller oder diese Menschen, die im Kulturbereich die Sachen kommentieren, die haben keine Macht in dem Sinn. Die haben, man hört ihnen zu, seltsamerweise. Aber sie haben eine Position, die außerhalb von Macht steht, und das ist eine sehr günstige Position, um auch Sachen deutlich aussprechen zu können. Guten Abend, darf ich Sie was fragen? Ja, gerne. Was begeistert Sie heute Abend, dass Sie hierher gekommen sind? Ich komme als Freundin der Bosch-Stiftung. Und ich finde, was die Bosch-Stiftung macht, sehr gut und damit auch den Chamisso-Preis. Vielen Dank. Irgendwie so dieses Zusammenspiel zwischen Ihnen beiden, Sie, die jetzt sozusagen diesen Schicksalsschlag erlebt haben, die hier Förderpreisträgerin sind, und Sie, der das so wunderbar rübergebracht hat. Sie waren wie so eine Einheit, das hat mir so viel Spaß gemacht. Waren Sie sozusagen in dieser Entwicklung des letzten Buches auch irgendwo beteiligt, oder ist es jetzt einfach Ihre Einfühlsamkeit, dass Sie das jetzt so transportieren können? Ja, ich bin eigentlich der erste Leser gewesen. Also wenn ein Gedicht fertig war oder zwei, dann hat sie mir das ausgedruckt und das lag dann auf meinem Tisch und ich habe es erst 3 Tage später gelesen. Und das gab natürlich dann auch eine Korrespondenz zwischen uns beiden. Was ist es gut, ist es nicht gut, was kann man besser machen? Irgendwie, aber dadurch ist es natürlich auch eine starke Verbindung. Aber Ihre Frau hat genickt, immer wenn Sie sozusagen, Sie haben ja sehr vorsichtig geantwortet, sehr sensibel, ja, auch manchmal nicht geantwortet, aber wenn, hat Ihre Frau genickt, ich saß hinter ihr, insofern konnte ich das sehen. Ich fand das ganz, ganz wundervoll. Also, ja, sie wird auch mit dem Finger zeigen. Aber erstmal haben Sie genickt, also Sie fühlten sich irgendwo verstanden, oder? Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, vielen Dank. Danke. Was bedeutet Ihnen Schreiben? Schreiben ist, glaube ich, in unserer schnelllebigen und bildersüchtigen Zeit ein wirklicher entscheidender Ansatz, auch zum Nachdenken zu kommen. Denn wir sind zu schnell, wir sind zu hektisch, und Schreiben ist ein Vorgang, der mit dem Denken unmittelbar verbunden ist. Und ohne Denken sollte man die Welt sich nicht aneignen, sondern mitdenken. Sie sind Geschäftsführerin der Robert-Bosch-Stiftung, Herr Dr. Hamm.
Dieser Chamisso-Preis nach 30 Jahren, immer noch alles frisch? Frischer denn je. Eigentlich viel frischer. Das war ja mal ein belächelter Preis. Das war einer, ja, diese Randgruppe wird bedacht. Inzwischen ist es ja so, dass diejenigen, die eine andere Kultur in ihrer Biografie haben, die mehrere Kulturen in ihrer Familie haben, dass das diejenigen sind, die Impulse geben in der Literatur, die für die notwendige Irritation sorgen, die vielleicht mit dem Sarkasmus eines Tschechen deutsche Literatur schreiben, die vielleicht mit den Kriegswunden eines Bosniers deutsche Literatur schreiben, die vielleicht als Wanderer zwischen Amerika, Japan und Deutschland Sprachkünstler sind. Ja, das ist das, was deutsche Literatur heute ausmacht. Was bedeutet Ihnen der Preis? Ja, sehr viel. Man hat, ja, das ist eine Ermutigung, weiterzumachen. Freuen Sie sich auf ein Feedback oder sagen Sie, das kann mir auch zu viel werden? Natürlich freut man sich immer. Also ja, also momentan es ist ein bisschen zu viel, aber es ist so, so ist das. Ja, das ist jetzt so die Tage, es ist so viel los. Aber dann wird es, wenn es gar nichts los ist, dann ist man wieder traurig. Herr Krüger, Sie sind nicht nur der Präsident der Akademie der Schönen Künste, Sie sind auch selber sehr erfolgreicher Schriftsteller, aber vor allem sind Sie auch ein hochrangiges Mitglied dieser Jury. Und ich glaube, hier sind sehr viele starke Charaktere vertreten. Können Sie mir mit 2, 3 kurzen Sätzen beschreiben, was bei dieser Jury, bei diesem Treffen, bei den Entscheidungen, wie das vonstatten geht, wie das abläuft? Wir haben in diesem Jahr, ich glaube, 30 Bücher lesen müssen. Und das ist eine Sauarbeit, schlecht bezahlte Sauarbeit. Man liest und liest und liest und liest. Und man merkt natürlich auch selber, wann man affiziert ist, wann es einen packt. Und muss sich dann fragen, aus welchen Gründen packt es ein. Und dann gibt es diese Diskussionen, die sind alles andere als simpel. Denn wenn jemand sich durch diese Berge hindurchgefressen hat, dann hat er natürlich einen Kandidaten, den er unbedingt durchbringen will und alle anderen ewig damit belämmert. Hier geht er zu Ende, der Adalbert von Chamisso-Preis 2014. Zum 30. Mal wurden hier Schriftsteller geehrt. Große Gefühle, kluge Köpfe, tolle Laudatoren, Gänsehaut. Ein großer Abend, ein großes Publikum, immer noch viel Freude. Wir verabschieden uns.